Ja, Marc Pietsch zum Spiel Friedrichshagener SV gegen den BVB. Natürlich den Berliner VB. Das war ein klares Spiel für euch eigentlich, klare Vorteile für euch. 0-0 am Ende kann nicht genug sein, oder? Darf nicht genug sein, das stimmt schon. War ein erwartet schweres Spiel eigentlich. Und haben auf eine gute Gegenwehr eigentlich getroffen, da die auch gut verschoben haben. Aber wir hatten eigentlich, die klaren Chancen waren bei uns und muss man eigentlich reinmachen. Und da geht das Spiel dann ganz klar in unsere Richtung. Aber so machen wir es unnötig selber heiß. Und naja, war schon eine spannende Partie dann im Endeffekt. Ja, vor allen Dingen die zweite Hälfte wurde dann zum Ende hin recht hitzig. Auch mit der roten Karte für dich. Wie hast du es gesehen? War es berechtigt oder eher nicht? Ja, ist schwierig. Also wurde ja dann eigentlich von hinten mehr oder weniger umgetreten, was eigentlich eine Notbremse oder eine Tätigkeit und eigentlich rot für den anderen hätte sein müssen. Aber da muss man sich natürlich dann im Zaume haben. Also ich bin ja dann aufgestanden, habe mit dem Ball abgeworfen. Zwar so abgeworfen, dass er locker fangen kann. Also ist jetzt nicht irgendwie, dass ich ihn angegriffen hätte oder so und beleidigt habe ihn auch nicht oder irgendwas. Muss man sich im Zaume halten, was bei so einer hitzigen Partie dann natürlich schwierig ist. Aber rot würde ich jetzt nicht hier rechtfertigt finden. Ja. Inwieweit wirft euch das Unentschieden jetzt zurück, vor allen Dingen mit Aussicht auf den Aufstieg? Ja, zurückwerfen jetzt nicht unbedingt. Also ich schätze mal, dass mal abwarten, wie die anderen gespielt haben, ob es jetzt tabellenmäßig irgendwas verändert hat. Aber eigentlich bringt uns so ein Spiel mehr nach vorne, weil wir hatten jetzt nicht die stärksten Gegner. Haben am Anfang ein bisschen schwierig gestartet mit einem dummen Unentschieden und einer dummen Niederlage. Und da wieder rauszukommen, dass man wieder den ordentlichen Fußball spielt, den man spielen will. Und dann eigentlich gegen einen vermeintlich schweren Gegner halt dann auch umsetzen kann. Und dann leider nicht mit einem Sieg belohnt wird, ist okay. Aber bringt uns eher nach vorne, dass man daraus lernen kann. René Gritschke, Trainer des Berliner VB. Schweres Spiel für Sie vor allen Dingen. Große Vorteile vor allen Dingen für die Friedrichshagener am Anfang. Und auch in der zweiten Hälfte am Anfang waren Sie ziemlich stark. Was erwartet so oder hätte da mehr gehen müssen? Es war so erwartet. Also ist schon, wir wussten ja schon im Vorfeld, also wir haben uns ja auch erkundigt über den Gegner. Und wir wussten schon, dass die halt einen sehr schnellen Ball nach vorne spielen, auch sehr direkt, auch durch die junge Truppe läuferisch stark sind und auch eingespielt sind, das, was wir halt noch nicht so sind. Und da muss ich sagen, da waren wir eigentlich nicht überrascht. Das war erwartet so, dass sie so kommen. Und wir haben dann auch Glück, weil sie ihre Chancen nicht nutzen. Und kommen dann rein zufällig eher zu der ersten Chance hier von Baulich. Ja, wo wir allein aufs Tor zu gehen und er den nicht nutzt. Aber ansonsten muss man schon sagen, dass das schon haarig war für uns heute. Eigentlich wäre der Sieg für Friedrichshagen eigentlich verdient gewesen, glaubt man. Wenn man jetzt so sieht, den Spielverlauf, sind wir heute mit dem blauen Auge davon gekommen. War das auch von vornherein die Marschrichtung, eher defensiv zu spielen, eher abzuwarten und dann versuchen, über Konter zu kommen? Und vor allen Dingen, wie haben Sie das Foul gesehen mit der roten Karte? Letztendlich war die berechtigt? Ja, natürlich, wir wollten defensiv spielen erstmal, weil, ich sag mal, wenn man die noch mehr, also wie noch mehr Räume schaffen, mitspielen mit Friedrichshagen, wie ich schon gesagt habe, wir sind noch nicht so eingespielt, wir haben noch nicht diese Abstände, passt alles noch nicht im Zentrum gerade und wollten wir erstmal hier zwei Blöcke schaffen, die halt auch das Spiel versuchen zu verhindern, was uns dann in der ersten und zweiten Halbzeit schon in Mitte besser gelungen ist. Und natürlich auf Konter zu gehen, weil da haben wir es ja erkannt. Wir haben sie beobachtet, die stehen sehr hoch mit ihrer Viererkette. Und dann ist es natürlich für uns eine Möglichkeit, wie wir dann ja auch gesehen haben, diese 3-4 Mal aufs Tor zu gehen und die Chance dann alleine vorm Tor das Tor zu machen. Und da hat halt, dann, ob es jetzt der Werner war, Baulich war oder Teves war, die Möglichkeiten, die hatten wir ja gehabt und nicht genutzt. Ja. Zur roten Karte, ja, das war natürlich ja, für uns halt eher glücklich. Ja. Also, sicherlich macht jetzt der Junge danach, denn ich weiß nicht, wie der Spieler hieß, jetzt denn den Fehler, dass er mit dem Ball da wohl in sie sich schlägt. Was man denn macht als Schiri, weiß ich nicht. Vielleicht, ich glaube, er hat die Situation überhaupt nicht beobachtet. Das Foul entsteht, ja, oder die Situation vorher. Der Ball läuft irgendwie weiter, er unterbricht es zwar, aber er dreht sich weg. Ja, in dem Fall tritt unser Spieler halt nach, der Hartig. Und eigentlich ist das auch schon eine klare Tätigkeit. Dann die Reaktion von dem Spieler ist eigentlich auch verständlich irgendwo. Aber wie gesagt, man muss sich im Griff haben irgendwo. Und ja, dann muss er halt auch mit rechnen, dass er rot gibt, aber ich fand es ganz schön hart. Also ist schon ein Derby gewesen und so hat es natürlich für uns dann, war es umso leichter, sag ich mal, vielleicht über den Rund zu kriegen mit jemandem mehr. Inwieweit hilft das Unentschieden jetzt für die weitere Saison oder ist es eher ein Rückschlag? Wie sehr oder wie bewerten Sie dieses Spiel jetzt wirklich mit diesem Ergebnis, vielleicht auch im Hinblick für einen möglichen Aufstieg? Oh, Aufstieg. Ja, also ich sag mal so, also wir haben schon gewisse Ziele. Ja, wir wollen schon oben drinnen bleiben und das ist unentschieden völlig in Ordnung.
Weil jetzt haben wir ja, was ist passiert? Die sind auf Abstand immer noch, so wie vorher. Sicherlich kommen jetzt bestimmt Wilmersdorf, die auch eine sehr, sehr gute Truppe haben, und Meteor natürlich auch so mehr zum Zug. Aber so ist das halt. Und wir gucken von Spiel zu Spiel jetzt erstmal. Sicherlich haben wir jetzt ein Heimspiel gegen Schmöckwitz, wo wir auch wieder nachlegen müssen. Das ist ein Heimspiel und da muss halt die Mannschaft wieder noch ein bisschen mehr reifen. Also wir haben ja noch eine Menge Arbeit vor uns. Man muss sich überlegen, sind die Spieler vom Bau in Juni kommen, ganz viele. Der Rest von BVB halt, der noch da war, dieser Kern ist ja noch da. Und das muss man ja erstmal mischen. Ja, man muss dann halt eine Spielphilosophie rüberbringen, und in der Kreisliga A ist ja sowieso sehr schwer. Ja, das ist schwer, da irgendwo was Abläufe drin zu bekommen. Aber ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind. Jetzt haben wir das 0-0, das ist für uns in Ordnung. Ja, jetzt müssen wir mal, wie gesagt, Schmöckwitz, dann machen wir einen Strich, das ist ja diese kleine Pause mit dem Pokalspielen. Ja, und dann schauen wir, also wir wollen schon, wir haben schon Ziele, wir wollen schon mit oben mit drin. Ja, das ist schon klar. Also ich sag mal, glaube ich, wenn man die Fußballer auch sieht, wie wir in unseren Reihen haben, wir sind schon ordentliche Spieler. Aber wie gesagt, das passt noch nicht vom Verständnis her, da müssen wir halt noch mehr arbeiten, das ist okay. Super, danke, René Gritsche. Ja.